meine Damen und meine Herren, 2012 ist für die CDU Baden-Württemberg ein besonderes Jahr, weil für uns soll 2012 das Jahr der Frau sein. Das heißt, wir wollen uns insbesondere um Themen kümmern und uns Themen zuwenden, die Frauen besonders interessieren, die Frauen besonders beschäftigen. Wir wollen ausschwärmen, wir wollen auf die Straße gehen und wir wollen die Frauen fragen, was sind eigentlich eure Themen, was sind eure Probleme, was erwartet ihr von der Politik? Wir wollen einmal ganz sensibel auch erspüren, was treibt eigentlich Frauen um. Ich habe zuweilen den Eindruck, und in dem Bereich habe ich ihn noch mehr als ansonsten, dass wir so ein bisschen aneinander auch vorbeireden. Gut gemeint, die Parteien, die Politik produzieren gut gemeint Dinge, aber sie beschäftigen sich eigentlich mit Dingen, die der eigentlichen Problemlage gar nicht so ganz gerecht werden. Also noch einmal klar gesagt, wir wollen uns konzeptionell jetzt nicht in irgendeinem Hinterzimmer mit den Themen beschäftigen, sondern wir wollen das wirklich so ganz von unten nach oben machen. Und das ist vielleicht auch eine etwas andere Politik des Gehörtwerdens als bei Grün-Rot, weil wir eben nicht nur das hören wollen, was uns gefällt, sondern ungefiltert das aufnehmen wollen, was uns die Frauen auf der Straße sagen. Das Projekt Frauen im Fokus, das kam uns relativ schnell auch gemeinsam, als wir nach der Wahl eben gesagt haben, das ist etwas, was wir im Freundeskreis auch feststellen, was wir bei den Frauen feststellen, dass wir da Handlungsbedarf haben, dass wir da was tun müssen. Die Idee ist in diesem Projekt, dass es auf drei Module eben basiert. Das eine Modul, das, was der Landesvorsitzende gerade gesagt hat, dass wir eben rausgehen, dass wir hören, dass wir auf den Marktständen mit den Frauen und Männern, bitte, wir schließen nicht aus, wir wollen auch eine gewisse Vergleichbarkeit haben. Ich möchte auch wissen, was Sie denken, was Ihre Frau denkt oder Ihre Freundin denkt, und die Vergleichbarkeit, was dann die Frau denkt tatsächlich. Das ist eine Befragung, die sich an beide richtet. Das eine eben auf den Marktständen. Das zweite ist eine wissenschaftliche Untersuchung, die begleitet wird von Professor Gabriel, der das freundlicherweise ehrenamtlich auch macht, uns begleitet. Hier werden 1000 Telefoninterviews durchgeführt im Zeitraum von 4 Wochen. Und es soll bitte bei dieser Befragung aber nicht nur das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf, das Thema Vereinbarkeit Pflege und Beruf, sondern es ist allgemein, Frauen interessieren sich ja für Energiepolitik, für Finanzpolitik, auch für das Thema Quote, für das Thema Betreuungsgeld. Das sind alles Themen, wo auch damit rein, Bürgerbeteiligung zum Beispiel. Also das ist das zweite Modul. Das dritte Modul wird dann die Online-Befragung sein, wo dann viele Frauen haben auch gesagt, auf den Marktständen würde ich jetzt nicht stehen bleiben, aber wenn ich so einen Link gesendet bekomme, würde ich ihn ausfüllen, würde ich meine Meinung kundtun. Wie Sie vielleicht wissen, war ich 2 Jahrzehnte lang Unternehmer, mittelständischer Unternehmer, und habe Produkte hergestellt, die von Männern und Frauen benutzt werden. Und bei der Herstellung dieser Produkte, bei der Konzipierung dieser Produkte war mir immer wichtig, dass Männer und Frauen beteiligt sind. Solche Kreativteams sind deutlich besser als Teams, wo nur Männer drin sind oder nur Frauen drin sind. Das habe ich mir so angewöhnt, das habe ich immer geschätzt und habe es auch geliebt. Und als ich in die Politik kam, war mir wichtig, dass ich den Anspruch habe, Politik für alle Menschen zu machen. Und deshalb hat mich im Wahlkampf letztes Jahr ein Schock ereilt. Als wir auf den Marktständen waren, als wir auf den Infoständen waren, habe ich gespürt, dass es uns, ich sage der CDU, ich nehme das auch nicht persönlich, sondern der CDU, sehr schwerfällt, Frauen zu erreichen. Das gilt nicht generell, aber man hat schon gemerkt, dass so manche Frau, wenn sie den CDU-Stand erkannt hat, aus 30, 40 Meter Entfernung versucht hat,
abzubiegen oder am Straßenrand an uns vorbeizukommen. Und das sitzt natürlich tief, weil das kann uns nicht gefallen und das gefällt uns auch nicht. Die Analyse nach der Wahl hat ja ihr Übriges gezeigt und hat es auch nochmal bestätigt. Wir haben dann, da war die Kollegin Schütz dann gemeinsam mit mir viel unterwegs, sehr viel mit kritischen Frauen diskutiert, letztes Jahr und auch dieses Jahr. Das waren teilweise sehr harte Diskussionen, muss man sagen, aber hochinteressante Diskussionen, weil da waren viele Frauen dabei, die wollen CDU wählen. Die wählen aber nicht mehr CDU. Und da haben wir erfahren, an was es liegt, zumindest einige dieser Gründe. Und deshalb freut mich jetzt sehr, dass es jetzt losgeht und dass wir, ich bin Ingenieur, eine analytische Vorgehensweise wählen, indem wir es nämlich mal wissenschaftlich aufbereiten. Für mich ist das der erste Schritt, der allererste Schritt. Da kommt natürlich noch viel mehr hinterher. Also diese Umfrage, die jetzt kommt, finde ich klasse. Und die CDU muss dann diese Ergebnisse nutzen, um parteiintern ganz offen und transparent über auch kritische Dinge, die uns vielleicht auch wehtun, mal zu diskutieren. Haben wir Themen übersehen? Haben wir Inhalte übersehen? Müssen wir tatsächlich an der einen oder anderen Stelle unsere Meinung nochmal diskutieren? Das kann man ja auch offen sagen. Und ich freue mich sehr auf diese Diskussion. Das Ganze passt im Übrigen auch wunderbar zusammen mit der CDU-Zukunftswerkstatt. Mir ist auch wichtig, dass wir Politik mit Frauen machen. Und zwar als Wählerinnen und als Parteimitglieder. Die CDU ist eine wunderbare Heimat, auch für Frauen, das ist meine volle Überzeugung. Aber wir müssen hier natürlich etwas tun, um noch attraktiver zu werden, um an der einen oder anderen Stelle nachzujustieren. Ja, wir haben Nachholbedarf. Ja, wir wollen es in dem Bereich in der Zukunft engagierter und besser machen. Deswegen wollen wir die Befragung machen, deswegen wollen wir uns öffnen und deswegen wollen wir es auch anders machen, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Und wenn die CDU interessanter oder, wenn Sie mögen, attraktiver für Frauen wird, dann bekommen wir auch mehr Mitglieder. Und wenn wir mehr Mitglieder haben, dann wird sich dies auch auswirken auf die Zusammensetzung der Abgeordneten im Landtag und im Bundestag, wo wir, um das auch klar zu sagen, Nachholbedarf haben.